Jo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, kann man fast nicht sagen, weil es ja noch kein Let's Play erstmal gibt, weil die Gründerbeta ja nur ein paar Tage geht. Aber ja, zurück zu Twin Saga und ein paar kleine Sachen wollte ich noch kurz zu Beginn anmerken. Also erstmal danke für das positive Feedback, beziehungsweise einfach die positiven Bewertungen. Habt ihr ja ziemlich gemocht und ja, werden auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Wie ihr seht, ich bin jetzt hier Level 10. Das habe ich gestern auch noch gar nicht erwähnt, wusste ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht. Deswegen stehen hier auch zwei verschiedene Level. Das ist aber ziemlich simpel. Das eine ist einfach nur das Level, also dein Level, und das andere ist einfach das Level deiner Klasse. Wie man die Klasse jetzt eigentlich ändert, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, das geht auch noch gar nicht. Beziehungsweise, ich habe hier einen Punkt für Magier und einen Punkt für Schütze, habe ich noch nicht verskillt. Weil, ja, es werden auch nicht mehr Punkte. Also ich weiß nicht ganz genau, wie man die jetzt genau wechselt, die Klasse. Ich denke mal, da muss man einfach mit einem NPC reden. Aber ich glaube auch fast, dass es mit meinem Level noch gar nicht geht. Ich glaube, das geht erst ein bisschen später. Und selbst wenn es jetzt schon geht, ehrlich gesagt, ich bin an diesem ganzen Klassenwechsel, glaube ich, eh nicht so wirklich interessiert. Weil wenn ich eine andere Klasse spielen will, ich glaube, dann mache ich mir lieber einen eigenen Charakter dafür. Ist meine Meinung. Ich meine, das kann ja jeder machen, wie er will, ist ja ganz klar. Aber ich denke, nur für mich ist es wahrscheinlich das Beste. Ich merke gerade, dass der Sound etwas laut ist. Habe ich den wieder verändert? Na, ist immer noch auf 1. Das ist eh schon krass, dass es auf 1 so laut ist. Naja, so. Labern wir mal mit der Fina und machen hier die Quest, weil dann können wir vielleicht währenddessen, während ich laber, ein bisschen auch rumlaufen und Viecher killen. So. Oder ein Boss killen. Von mir aus auch ein Boss. Erstmaliges Stunt. Beziehungsweise geschwächt. Ha, von sowas lasse ich mir doch nicht den Weg versperren. Zeig ihm, was in einem Sanctopolusiana steckt. Schnappen wir ihn uns. Okay, da okay. Jetzt gibt's auf die Phrasen, Junge. Und das ist noch so eine Sache, weil ihr habt es ja gerade eh gesehen. Quests überspringen. Ich habe es jetzt tatsächlich so gemacht. Ich habe mir jetzt nicht mehr alles durchgelesen. Die Hauptsachen schon noch. Und vor allem die Sachen, wo was erklärt wird. Das sollte man sich natürlich schon durchlesen. Sonst hat man da ein ziemliches Problem. Und der Grund, warum ich das jetzt mache, ist einfach, weil halt die Gründerbeta jetzt nur 2-3 Tage geht. Und ich will eigentlich schon relativ weit kommen, also zumindest Level 20, 30, so jetzt Level 40, 45, weißt du, gibt es einige, die schon so ein hohes Level haben. Muss ich jetzt nicht unbedingt schaffen. Aber ja, ein bisschen will ich auf jeden Fall schon noch vorankommen. Und das wird man nicht in 2-3 Tagen, wenn man die ganze Zeit alles voll und ganz durchliest. Das dauert einfach zu lange dann. Wow, jetzt dachte ich schon kurz, das Spiel stürzt ab. Und ja. Und deswegen mache ich das jetzt so. Und dann noch eine Sache, wer sich daran erinnert, Fina, ja, das ist die Tante, die uns ganz am Anfang begrüßt hat. Und das ist jetzt auch so eine erweckte Senshi, also von der Königin, die irgendwie in mir lebt. Also, weiß immer noch nicht ganz genau. Also, die, irgendwie war ich ein Waisenkind und dann hat sie sich einen Körper gesucht, wo sie irgendwie ewig lang geschlafen hat dann. Und dann hat sie alle ihr ganzes Volk, weil die wurden ja von dieser anderen Tante da angegriffen, die uns am Anfang auch angegriffen hat, vertrieben. Und der ihr Volk hat sie auf die Erde geschickt und das sind auch alles so, halt so Schläferagenten quasi. Ja, die müssen erst erweckt werden, bevor sie wieder das machen können. Und das ist eben die auch gewesen und jetzt ist die, sieht die eben komplett anders aus. Deswegen wollte ich das nur mal kurz zur Story so erklären, aber ich glaube, das interessiert jetzt eh nicht so viele Leute wahrscheinlich. Oh! What the fuck? Dank der Hilfe aller Beteiligten konnte der Wald vor der Vernichtung bewahrt werden. Nach diesem anstrengenden Kampf schleppst... Nein! Oh, Entschuldigung. Bin gerade ein bisschen räusperisch. Und ach, jetzt fällt es mir wieder ein, bevor ich es vergesse. Es gibt ja noch einen Shop, ja. Das ist was, was ich, wenn ich ein Spiel anzocke oder anteste, immer sehr gerne... Wie öffnen wir den nochmal? Ach, mit I, ne? Genau. Sehr gerne zeige. Und das Ding ist, übrigens nicht wundern, dass ich hier AP habe, das ist einfach von einem Gründerpaket, weil man konnte nur... Egal, ich habe zu viel aufgeladen, sagen wir es einfach so. Und cool ist aber, es gibt Treuepunkte, die man tatsächlich in-game verdient. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das jetzt nur während der Gründer und oder auch Open, Schwachsinn, Closed Beta geht oder auch immer. Oder ob das jetzt so ein Zusatzding ist von den Gründerpaketen. Also 500 waren von den Gründerpaketen, das weiß ich. Aber die 8, die ich jetzt habe, die sind tatsächlich von Ingame-Quests. Und ich glaube einmal 5 oder so sind auch von Login-Belohnung gewesen, meine ich. Das heißt, vielleicht kann man die sogar gratis verdienen. Und von diesen Treuepunkten kann man sich natürlich nicht genau das gleiche kaufen wie von den AP. Das ist, denke ich mal, verständlich.
Ich meine, es ist immer noch ein Free-to-Play-Spiel. Oder wird es zumindest mal. Im Moment ist es technisch gesehen keins. Aber man kann sich richtig coole Kostüme auch für AP, für Treuepunkte holen. TP in dem Fall. Genau. Und ich dachte mir, das machen wir auch mal, um es euch einfach mal zu zeigen. Und vor allem sehen die ultra geil aus. Und für mich sind die interessantesten die Gesichts- und Körperkostüme. Das sind nur so Schnuller und so. Das finde ich jetzt nicht so gut. Nicht so cool. Für mich sind es eher die Waffenkostüme. Vor allem die Waffenkostüme. Die sehen richtig sick aus. Der Lollipop ist auch richtig geil, aber das Schwert ist einfach nur... Das Schwert ist halt mit Abstand das geilste von allen. Das sieht so sick aus. Wie heißt denn das? Kann man sich das kaufen? Heiliges Königsschwert. Und Körperkostüm. Da gibt es auch viel Verschiedenes. Natürlich immer MF. Also weiblich-männlich. Weiß gar nicht, was nehmen man da. Das haben fast alle genommen, aber das finde ich ein bisschen zu Mainstream. Das ist so diese Standard-Badass-Rüstung, die es einfach in jedem verdammten Spiel gibt. Habe jetzt eigentlich nicht mehr so viel Bock drauf, aber Yukata ist dann auch ein bisschen zu low. Das sieht eigentlich ganz cool aus, so polizistenmäßig oder das da hier. Ich glaube, wenn, dann das hier. Also schicke Runenkluft und das Königsschwert war es, ne? Genau. Schauen wir mal, ob es das gibt. Also Waffenkostüm. Genau, das wäre es für 250 und Körperkostüm. Gibt's auch für 250, passt. Dann kaufen wir das Heilige Königsschwert. Ja. Genau. Und dann... Ist auf den... Was? Gibt's da nur eine Seite? Moment, was? Wie heißt es nochmal? Nicht, dass ich jetzt einen Fehler mache. Runenkluft. Die habe ich jetzt aber nicht gesehen. Oder bin ich blind? Nee, Butleranzug. Gakuran? Warte mal, ich gebe einfach mal Ronin ein. Kommt nix. Zeige nur Produkte für das Geschlecht des Charakters. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Nee, tatsächlich gibt es das nicht. Und das mit dem Zeige nur Produkte für das Geschlecht des Charakters funktioniert nicht wirklich, weil da wird immer noch W angezeigt. Okay, das ist ein bisschen blöd. Das ist tatsächlich wirklich ein bisschen blöd. Schmelzdrache, wie sieht der denn aus? Umkleide, Reittier. Boah. Dieses fliegende Teil da, das habe ich auch schon gesehen. Was soll das sein? Eine Schmelzdrohne. Boah, Alter, die Eiskralle, Nachtschatten. Das ist so wie der Behemoth in Flife, nur etwas 10-mal geiler. Goldlohe, Nachtschatten. Oh, finde ich den Nachtschatten fast geiler. Oh Mann, ey. Aber ich wollte echt dieses Körperkostüm haben, aber jetzt gibt's das nicht, oder was? Jetzt verschwenden wir auch die ganze Zeit damit, nur im Cash-Shop rumzustöbern. Aber das ist wichtig, ja. Das ist, also ich finde sowas schon wichtig. Für euch jetzt vielleicht nicht ganz so interessant. Ja, ist echt blöd, ne? Dann gibt's das tatsächlich nicht. Gibt's nur Yukata und den Butleranzug. Körperkostüm. Ach, das ist der Gakuran, okay. Aber was ist denn der Butleranzug? Den gibt's hier ja gar nicht. Ach doch, da. Ja, finde ich jetzt auch nicht so geil. Egal, dann kaufen wir uns ein Reittier, wenn es es nicht gibt. Ach, da gibt es auch noch nicht alles. Ach nee, das ist ein Scherz, oder? Da gibt es die Tiger nicht. Oh nein, die Geistensachen gibt es noch nicht. Schade. Und da sind, da oben sind sie... Oh, das ist frech. Schaut euch, da oben bei den Gründerpaketen sind sie abgebildet. Aber man kann sie sich nicht kaufen. Man kann sich nur die Eiskralle kaufen. Tja, schade. Na egal, kaufen wir uns die Eiskralle. Ist ja eh egal. Wird ja sowieso alles resettet. Achso, nee, Schwachsinn. Inventar ist B. Oh, zum Glück hatte ich genug Platz. Wartet, werfen wir das mal kurz weg. Oder können wir das hier verkaufen? Ist hier gerade ein Händler? Hm, ah, doch, da ein fliegender Händler. Verkaufen wir das mal. Ja. Das ist meine alte Aus. Das ist diese Standard-Level 1 Ausrüstung. Da ich mittlerweile was Besseres bekommen bei Quests. Das ist auch alt. Können wir noch was verkaufen? Ja, das Blöde, man hat so viele Sachen bekommen, dass es einfach das ganze Inventar voll ist. Das ist ein bisschen blöd. Aber egal. Wir brauchen ja nur zwei Plätze eigentlich. So. Wartet mal, waren das jetzt überhaupt nicht die beiden Boxen, die ich gekauft habe? Wait. Postkasten? Belohnung Geheimquest. Ah ne, das hatte ich schon abgeholt. Oh, puh. Jetzt bin ich etwas überfragt.
wo die Sachen sind. Rucksack 3. Was ist das? Die Klassenfibel. Nach dem Lesen erhältst du so viel Klassenerfahrung wie beim Töten von 10 Gegnern. Bei Charakteren bis Level 50 richtet sich die Menge nach dem Level. Benutzen wir da mal eine. Willst du jetzt einfach nur mal gern... Ah, okay, hat es einfach so ein bisschen XP gegeben. Und was ist das? Ein besonderer Stellarit-Kristall, mit dem andere Stellarite aufgelevelt werden können. Okay, ja gut, vielleicht muss man die im Cash-Shop. Vielleicht gibt es ja hier... Wisst ihr, wie ich meine? Weil ich ja... den gekauft habe. Könnte es sein, dass man den hier ausrüsten müsste, aber nee. Ah, meine Treuepunkte sind weg. So viel schon mal sicher. Ah, ich habe schon so viele Leute damit rumlaufen sehen. Ah, mein Inventar war ja voll. Das ist natürlich ein bisschen bitter jetzt, ne? Weil ich jetzt wahrscheinlich die Sachen nicht bekommen werde. Oh Mann, wenn das stimmt, dann, ja, habe ich selbst safe verkackt. Ja. Aber vielleicht muss man einfach nur reloggen, dann bekommt man die Sachen so wie in vielen anderen Spielen. Oder soll ich das mal kurz machen? Ach komm, das mache ich kurz. Tja, da kann einem anscheinend keine Auskunft geben. Ich habe jetzt alles probiert, also reloggen, Spiel neu starten und natürlich hier alles abgesucht. Hier Postkasten und so weiter und so fort. Inventar ist es nicht. Charakter ist es auch nicht. Oh, bei Charakter habe ich noch gar nicht geschaut, aber das wäre ja dann wohl ausgerüstet, denke ich mal. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Aber es ist nicht so schlimm, weil die Treuepunkte, die... ja, sind da nicht die Echtgeldwährung. Von daher ist es nicht so schlimm. Und außerdem habe ich gerade mein Inventar gesehen. Ich hatte noch so Treuepunkt-Dinger. Und zwar kann man die dann aktivieren. Also es steht dann wirklich einfach Treuepunkte 100. Und jetzt habe ich halt wieder 238. Also es ist wirklich nicht so schlimm. Ärgerlich ist es aber. Ich meine, dann machen wir es einfach beim nächsten Mal. Aber ein bisschen blöd ist es schon tatsächlich. Weil eigentlich, also ich habe noch nie ein Spiel erlebt, wo du das nicht bekommst. Aber vielleicht gut, ich meine, man muss ja sagen, das ist ja die Vorbeta von der Closed, also das ist sozusagen die Alpha-Version, also das Ultra Early Access, und dementsprechend kann man natürlich nicht verlangen, dass schon alles funktioniert. Und sowas ist natürlich eine Dummheit auch, muss man dazu sagen. Zum Glück waren es keine AP. Deine aktuellen Senshi findest du in Begleiter-Slots. Senshi in der Reserve begleiten dich gerade nicht. Okay, das sind sozusagen, ja, Begleiter, wie es halt dasteht. Senshi einsetzen unter Senshi in der Reserve findest du alle Senshi auf deinem Account. Senshi einsetzen gehören im gesamten Account. Das heißt, auch alle anderen Charaktere auf deinem Account können sie rufen. Okay. Rechtsklicke oder ziehe die Senshi-Karte in die Slots für die Senshi-Formation, um sie den aktiven Senshi hinzuzufügen. Welche Taste war das jetzt gleich nochmal? N. Hier werden ausgerüstete Passiv-Skills angezeigt. Senshi-Aktiv-Skills können die Aktion selbst angehen. Ah, okay. Skills und Segnungen von Senshi. In der Senshi-Truppe bekommst du unterschiedliche Segnungen. In der gelben Box rechts im Bild oben siehst du die Senshi-Skills. Okay, Ultima, normal. Ziehe die Skills eines Senshi in die Aktionsleiste, um dich im Kampf unterstützen zu lassen. Okay, das klingt doch eigentlich ganz cool. So. Dann machen wir das doch mal. Wir haben natürlich nur die Fina. Ausgerüstet haben wir sie schon. Ultima-Skills. Hymnensängerin, Level 1, verursacht 300% 1 Arkan SDN, ist wahrscheinlich Schaden, oder? Die gewaltige Macht der Sterne trifft Feinde und unterstützt den Helden. Benötigt 600 SP. Heilt jede Sekunde in Höhe von 1% des Angriffs des Helden. Not bad, 6 Sekunden Cooldown. Vernichtet Feinde im Umkreis mit Sterngewalt. Okay. Da steht es Level 1 von 80. Okay, und man kann maximal 3 haben. Okay, und wartet, wie rufe ich die jetzt? Ah ja. Man hat es gerade gesehen, wie sie weggeflogen ist, und jetzt ist sie wieder da. Also die Fina ist jetzt sozusagen unser Senshi. Senshi, whatever. Die läuft uns jetzt anscheinend einfach die ganze Zeit hinterher. Das ist cool. Das ist richtig cool. So, schließen wir noch schnell die Quest ab. Spiel ist alles anders in Ordnung, soll es ganz erpicht darauf sein zu gehen, jetzt wo du einen Tag frei hattest. Na ja, komm. Wie gesagt, das Durchlesen ist schon, es ist schon sehr, sehr zeitaufwendig. Und muss man aber auch dazu sagen, ist eigentlich ganz cool gemacht, weil nicht alle Spiele so viel Wert auf Story legen. Und vor allem die Übersetzung ist echt gut. Ich habe bisher so gut wie keinen Rechtschreibfehler gefunden und grammatikalisch ist auch fast alles richtig. Also ist schon top für so early. Also da schleichen sich ja doch ab und zu mal ein Fehler ein und hier alles. Ich habe bisher noch nichts gefunden. Natürlich, ich bin noch relativ am Anfang, ist schon klar, aber
warum sollten sie später viele Fehler gemacht haben? Das wäre ja Schwachsinn. Also ich denke, dass es ziemlich gut ist. Und für eine Beta läuft doch alles, also für eine, wie gesagt, Vor-Vor-Beta, ziemlich gut. Gehen wir zurück nach Almheim, um Bericht zu erstatten. Das hätte ich natürlich lesen müssen. Möge der Wind dir den Weg weisen. So, jetzt haben die uns sozusagen hier rausgeworfen. Kann man das hier verschieben? Ja. Und das sind F-Tasten. F9, F10, das kann ich natürlich leider nicht drücken. Okay. Und die Achso, das sind diese Passi-Skills. Ah, und da kann man sie auch rufen. Da muss man nicht immer die Dingens aufmachen. Ja, tue ich das da am besten mal hier unten. Ja, hier. Rufe ich sie? Ja, dann lasse ich die Skills einfach immer an, ist ja klar. Passt. Okay. Dann haben wir alles. Dann zockt man noch ein bisschen und dann passt es. Puh. Wow. Wow. Du hast 3 Treuepunkte erhalten. Ja, wie schon gesagt, das geht recht schnell. Also das kriegt man easy wieder. Das ist echt... Aber so wie es aussieht, kriegt man durch... Na, lesen wir das erstmal. Vollarbeitender und glücklicher Menschen. Fruchtbarer Boden wie Sonnenschein, nährender Regen. Alles strotzt nur so vor Leben. Also in Meridia. Unter der fleißigen Bevölkerung gibt es hin und wieder ein paar abenteuerlustige Gestalten. Denen das allein zu... Alter... zu langweilig ist. Fette, geile Ex. Du gehörst doch auch dazu, oder? Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Gehen wir. Dann werden die Menschen bald deine Geschichte erzählen. I hope so. Eigentlich will ich meine Geschichte selber erzählen. Aber okay. Jo, sieht auf jeden Fall fetzig aus. Ist natürlich alles, das haben auch ein paar kommentiert, in diesem mega süß gehaltenen Anime-Stil. Aber ich find's nicht schlecht. Genau, wir haben noch einen neuen Skillpunkt bekommen. Und das ist auch was ich sehr, sehr cool finde. Man kann anscheinend, zumindest momentan, ich weiß nicht, ob das immer so bleiben wird. Das ist halt natürlich die Frage, ob in der Beta alles genauso sein wird wie dann in der Endversion. Das weiß man dann noch nicht. Aber in der Regel eigentlich schon. Von daher kann man hier unendlich oft resetten. Also wenn du dir denkst, ich mache jetzt mal Tank für einen Dungeon, weil mein Team, meine Gruppe gerade einen Tank braucht, machst du alles auf Tank. Brauchst du einen Damage-Dealer, machst alles auf Damage. Das finde ich ziemlich cool, das bieten... Also ich habe bisher, glaube ich, noch kein einziges Spiel erlebt, das das anbietet. Und eigentlich wäre es hier fast klüger. Zum Beispiel... resetten wir es gleich wieder. Weil das hier bringt 0,5 Crit und das hier gibt 0,7 Crit. Wäre natürlich klüger, das zu nehmen, ne? Ich meine, irgendwann muss man das da unten wahrscheinlich auch mal skillen, weil man einfach die Punkte in dem Skillbaum braucht. Aber trotzdem kann man das ja am Anfang mal machen. Genau. Und wie gesagt, die Treuepunkte, die kriegt man halt echt einfach. Und bei den... Ah ja, genau, bei dem Login. Hier, 22 Tage, 1000 Treuepunkte. Natürlich sind sie gebunden, die Items, die du kaufst, kannst du auch nicht handeln. Aber bei sowas, bei so kosmetischen Sachen, ist es mir doch egal, ob ich das handeln kann. Ich sehe geil aus. Und da waren wir jetzt. Also mir zumindest. was ist denn jetzt unsere Quest? Geh nach Meridia. Das sind wir doch schon. Sieh dir an, was da los ist. Da brauche ich jetzt echt einen Quest-Taper, weil ich habe keine Ahnung, was darunter gemeint ist. Schließe mein Schicksal in meinen Händen ab. Okay. Es ist schon extrem viel zum Lesen. Sehe da. Es gibt ein Limit, wie viele Abenteuer du an einem Tag annehmen kannst. Was? Wenn die maximale Anzahl an Reisen erreicht ist... Sind an diesem Tag keine weiteren Schicksalreisen möglich. Es ist täglich um 6 Uhr. Schicksalsreisen. Wartet mal, man kann nur begrenzte Aufgaben? Sind da jetzt die Quests gemeint? Ich hoffe nicht. Du folgst Simon in die Wälder nach Binsan. Okay. Also Schicksalsreisen kann man schon mal nur 10 machen. Blick auf das Fragezeichen. Kann ich dir helfen? Okay, hier ist ein Fehler. Das ist die Formatierung von dem Fenster. Hier ist noch nicht so wirklich gut. Das passiert jetzt wohl mit Claribel, da du keine Streiche jetzt von ihr kaufen wolltest. Damn it. Ich alter tauge nichts. Okay, diese Schicksalsreichen des Reisen, das sind anscheinend kleine Geschichten statt richtige Quests. Halte den alten Schnorrer auf. Geil.
Ja, das ist anscheinend so eine kleine Mini-Story dann immer. Okay, finde ich jetzt nicht so spannend, ehrlich gesagt. Vor allem, weil ich gerade noch gesagt habe, ich habe eigentlich keine Lust, jetzt hier alles zu lesen. Das machen wir dann, wenn das Spiel fertig ist. Weil sonst muss es eh nur nochmal. Das ist ja das Ding, wenn man liest es ja in der Closed Beta oder Open Beta, je nachdem, dann sowieso nochmal. Oder halt eben im Endspiel. So. Also cool gemacht ist es schon, muss man echt sagen. Das ist die erste Schicksalsreise wohl fertig. Es gibt noch viele Abenteuer zu erleben, also begib dich auf weitere Schicksalsreisen. Ja, das war's. Also ist tatsächlich wie so eine kleine Mini-Story und wir sind Level 11 gekommen. Geht zur Volgras-Ebene und verfolge die Spuren des Artefakts, das Marisas Macht wieder herstellen kann. Kann da mal ranzoomen hier. Vorhin war das ein bisschen besser. Die Volgras-Ebenen sind da vorne. Weil das ist jetzt hier die Weltkarte. Ich will aber nur eine Karte von meiner Dingens. Naja, ist ja egal. Brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. Die kleine Minimap reicht eigentlich auch schon voll aus. So. Ach so, das ist ein Gebiet. Oh Leute, ich dachte, das ist... Ah, okay. So. Da ist auch wieder Fina, die war jetzt irgendwie weg. Warum auch immer. Welches Level ist der? Level 25. Nee, schwachsten Level 43, Klassenlevel 25. Ja, das ist immer so verwirrend, weil ich bin es nicht gewohnt, dass es zwei Level gibt. Wie gesagt, ich habe von den neueren MMORPGs fast gar nichts mehr gespielt, weil die mir meisten mir einfach grafisch schon gar nicht angesprochen haben. So, die hütet hier Schafe, stellt sich dem fremden Mädchen vor. Die sieht halt einfach genauso aus wie Fina, nur mit einer anderen Haarfarbe. Aber wer bin ich schon, um das zu beurteilen? Naja, eigentlich ein Gründer, der hier schon 20 Euro ins Game geballert hat, bevor das Spiel überhaupt da war. Ey, die kämpft einfach. Ah nee, das ist ihre. Olle, daran muss man sich auch noch gewöhnen. dass die einfach jeder hat. So, das sind die Schäfchen und wir müssen die Wölfchen besiegen. So. Level 11 sind die sogar schon. Ah, ich weiß nicht, der war jetzt Level 43, das heißt Klassenlevel 25. Mag es sein, dass das dann Level das Maximallevel ist. Vom Klassenlevel. Das heißt, es gibt ja nur 25 Skillpunkte. Das wäre aber relativ wenig. Weil man kann etwas mehr als 25 skillen. Etwas. Wenn das mal alles skillen kann, ist es sowieso Spaß, wenn es ja zwei Skillbäume gibt. Aber trotzdem ist es 25. Ich meine, allein das sind 5, 15, 20, 25. Das sind über 50, also das wäre ein bisschen komisch. Aber vielleicht ist Klassenlevel auch irgendwann einfach nur extrem viel schwieriger zu bekommen als das normale Level. Und nur momentan ist das halt so nah beieinander. Mag natürlich auch sein. Ich weiß es natürlich noch nicht. Wie gesagt, das werde ich dann hoffentlich morgen herausfinden. Ich hatte heute leider nicht auch so viel Zeit zum Spielen, deswegen habe ich jetzt auch nicht so extrem viel gemacht. Aber wie gesagt, Level 10 dachte ich mir halt, kann man wenigstens schon mal ein bisschen vorzocken, damit wir hier noch ein bisschen mehr sehen als nur den Anfang. Also ihr auch vor allem. So. Ich stelle die erste Falle auf. Müssen wir Fallen jetzt für die Wölfe aufstellen? Oh, das ist aber eine... da will ich nicht gern reinlaufen. So. Casten wir das Ganze mal. Übrigens, die ganzen Sachen, die hier im Inventar sind. Das meiste hier ist für Level 18. Und ja gut, das habe ich euch tatsächlich noch gar nicht gezeigt. Es gibt diese Stellarite. Und das ist tatsächlich so eine Art... ja, wie könnte man das nennen? Keine Ahnung, Edelsteine halt, ja, das ist einfach so eine Art Verzauberung, Verstärkung einfach für den Charakter. Und die setzt man hier ein, das ist ganz simpel, hier unten siehst du, wie viele du hast, man hat ziemlich viel Platz. Dann kann man die auch noch verstärken und veredeln. Das mit den Verstärken geht nur mit solchen Kristallen und das mit dem Veredeln, da hat man irgend solche Stellarit-XP gebraucht, genau. Da weiß ich noch nicht hundertprozentig, wie man die bekommt, das wird sicherlich später noch erklärt werden. Hier ist auch nochmal die Stellarit-Info. Welche was ist. Es gibt vier verschiedene Farben. Und mit einem höheren Level schaltet man mehrere Slots frei und so weiter und so fort. Da kann man dann mehr einsetzen. Und die haben halt einfach solche Effekte wie Ausweichen plus 47 Angriff plus 57 Angriff plus 57. Dazu tatsächlich den gleichen Effekt. Und ja, das ist, wie gesagt, einfach so eine Art zusätzliche... Ah, wir müssen noch eine Falle aufstellen. Einfach so eine Art zusätzliche Ausrüstung, die nicht wirklich Ausrüstung ist. Weil...
Ups. Ich drücke immer I für Inventar, das ist total verwirrend. Aber ich habe noch nie erlebt, dass man den Item-Shop, den In-Game-Item-Shop, auf I legt. Das muss man auch mal sagen, das habe ich echt noch nie erlebt. Ist wirklich so. Machen wir jetzt die heilige Dreieinigkeit der 5 Fallen oder 3 Fallen. Die heilige Dreieinigkeit der 5 Fallen, ey. Diese Aussage einfach nur genialst von mir. Heidi stellt die letzte Falle auf und wischt sich dem Ärmel den Schweiß. Ich hab doch die ganze Arbeit gemacht. Oh Mann. So. Sie möchte, dass ich mir das Gras ansehe. Da war ein Blutfleck. Bitte locke den Wolf mit dieser Lammkeule raus, damit wir ihn fangen können. Okay. Oh, da gibt's fette Dingens. Stellarite. Locke den Alpha-Wolf mit der Lammkeule hervor. Vorher hat sie die Lammkeule, dazu eins ihrer Schafe geschlachtet. Oh, ich drück schon wieder I. So. Alpha-Wolf, der muss ja ein ziemliches Biest sein. Boah, lol. Das ist meine Lammkeule. Sneaky. Ach so, das sind noch... Oh, ich dachte, der Rote sollte jetzt einen Alpha-Wolf darstellen. Wow. Cool Kid. Cool Kid gibt sich. Scheiß drauf, das ist ein riesiger Wolf. So riesig ist der gar nicht. Der sah gerade viel größer aus, muss man echt mal so sagen. So, jetzt machen wir mal unseren Super Power Move, den ich eh noch bei Bossen benutze, weil für normale Mobs lohnt sich das irgendwie nicht. Und der ist auch schon down. Aber fast ein bisschen zu einfach. Ah, ich mein CS-Pit ist gar nicht draußen, hier, das unsere Sachen aufhebt. So, sprechen wir mit Heidi. What the fuck war das gerade? Okidoki. 2 Stellarite. Und 111 Silber und natürlich XP. Achso, ich muss auswählen. Was nehmen wir denn? LP oder Verteidigung? Ich bin eigentlich mehr der Fan von LP. Okay. Dann haben wir gleich Level Up und Klassenlevel Up. Stellarite. Ach ne, der ist ja noch im Inventar. Damn it. Okay, jetzt haben wir auch noch einen blauen bekommen. LP plus 112. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, dicke Wolle müssen wir jetzt sammeln. Werden wir das Schaf hier sternen müssen oder wie oder what? Trimmer. LOL. What the fuck? Das ist ja mal geil. LOL. Okay, das ist cool gemacht, dass es da sogar, dass sie sogar das Aussehen verändern. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich meine, die kriegen die Wolle zwar direkt wieder danach, aber trotzdem. Ziemlich cool gemacht. So. Machen wir, würde ich sagen, machen wir noch eine Quest jetzt und dann machen wir, glaube ich, Feierabend. Ich glaube, dann ist es lang genug für heute. Sprich mit Dalon, um die Quest abzuschließen. Haben wir noch einen Punkt bekommen. Wo skillen wir denn? Was ist das eigentlich? Geschicklichkeit. Ich glaube, wir nehmen lieber Angriff. Pure Power. So. Mein Opa wird sich freuen, dass der Alpha-Wolf endlich Geschichte ist. Okidoki. Na gut, okay, machen wir noch eine richtige Quest, meinte ich jetzt. Sind wir zu dem Keller auf, jetzt vielleicht ein bisschen wenig. Oder kommt drauf an, was die Quest ist. Nach diesem Tarik zu suchen, den Dalon erwähnt hat. Okidoki, sprich mit Tarik, um die Quest abzuschließen. So viel dazu, ja. So viel dazu. LP-Trank Mittel, haben wir glaube ich noch gar keinen. Das sind die kleinen, die 130, die wir da haben. Quest abgeschlossen. Sprich mit Peter, sprich mit Marina. Oh. Ja gut, ich fürchte, das werden jetzt erst wieder so ein paar Only zu irgendwelchen Leuten und labern Quests. Blöderweise. Was ist aus Fina geworden? Warum läuft uns jetzt so ein Typ hinterher? Ja. Jetzt laufen uns so viele Leute hinterher. Geil. Genau. Dann würde ich sagen, war's das. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen
Und ja, wie gesagt, gleich jetzt wie gestern, wenn ihr noch mehr sehen wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Aber eine Folge wird es wohl mindestens noch geben und ich denke mal nicht mehr. Erstmal von der Gründerbeta, weil die dann ja vorbei sein wird. Aber wie gesagt, ich werde probieren, also mindestens Level 20 zu erreichen, würde ich mal sagen. Morgen dann, da haben wir noch einiges gesehen, würde ich da mal sagen. Ich meine, es geht relativ schnell zu leveln in dem Spiel, aber ich habe einfach nicht die Zeit, das Spiel irgendwie jetzt jeden Tag 8 Stunden oder so zu spielen, wie es anscheinend manche tun, weil wenn echt schon welche Level 45 und so sind, ja, dann haben die, glaube ich, ein bisschen gespielt, würde ich mal fast vermuten. Naja, egal, auf jeden Fall danke fürs Einschalten, macht's gut, rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.